In diesem Video werde ich euch einmal zeigen, wie auch ihr ganz einfach und äußerst effektiv eure Artemia Nauplien noch deutlich größer heranwachsen lassen könnt, sodass insbesondere auch größere Fische bei der Lebendfütterung voll auf ihre Kosten kommen sollten. Wie ich das Ganze jetzt mache und was ihr hierbei unbedingt beachten solltet, dies und mehr jetzt in diesem Video. Also schaut es euch an! Mein Name ist Eike und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf eurem Aquascaping-Kanal Emotion in Aqua. Und ich freue mich jetzt wirklich riesig mit euch gemeinsam in diesem Video einmal eine der wahrscheinlich effektivsten und zudem auch einfachsten Formen der Zucht bzw. eigentlich der Aufzucht und letztlich der Fütterung von Artemia Nauplien mit dem Ziel, diese ja, schließlich nach dem Schlüpfen relativ schnell groß heranzuziehen, gemeinsam einmal anzuschauen. Kleiner Disclaimer vorab, diese Eier, als auch das zugehörige Spezialsalz, beides von dem deutschen Hersteller Algova, sind mir der Vollständigkeit halber ebenso wie das Aufzuchtfutter freundlicherweise zu Testzwecken überlassen worden. Ich habe also nichts für diese drei Produkte hier bezahlt. Lebendfutter ist und bleibt definitiv die mit Abstand hochwertigste Futterquelle, die man seinen Fischen überhaupt anbieten kann. Zudem wird natürlich auch noch der Jagdinstinkt der Fische durch die Fütterung mit Lebendfutter angeregt und deren Vitalität wird auch nochmals deutlich gesteigert. Dies hängt in erster Linie auch mit der Frische und natürlich auch letztlich mit den Nährwerten des Lebendfutters zusammen. Wichtige Inhaltsstoffe wie beispielsweise Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Carotinoide sind nämlich von Natur aus im Lebendfutter bereits in ihrer reinsten Form enthalten. Wie schafft man es nun jetzt aber, eine ausreichend große Menge an Artemia zu züchten, also genauer gesagt auszubrüten und anschließend vor allem noch groß zu ziehen, sodass ihr den Nährwert und den Gehalt an essentiellen Omega-3-Fettsäuren der Artemia nochmals deutlich steigern und sie anschließend natürlich insbesondere auch an größere Fische effektiv verfüttern könnt. Denn eins ist doch sicher, frisch geschlüpfte Nauplien sollten doch relativ schnell verfüttert werden oder bei 10 Grad kühl gestellt werden, denn bereits 24 Stunden nach dem Schlüpfen haben die Nauplien bei normaler Raumtemperatur bis 25 Grad bereits ein Großteil ihres Nährwerts schon wieder verloren, wenn sie nicht mit geeigneten Mikroalgen angereichert werden, um eben genau diesem negativen Aspekt aktiv entgegenzuwirken. Es macht besonders Sinn, gerade Fische, die in naher Zukunft laichen sollen, zusätzlich mit Lebendfutter wie mit Artemia zu füttern, um die Qualität des Laichs und letztlich auch die Überlebensrate der nachfolgenden Brut zu steigern. Außerdem kann es natürlich auch sinnvoll sein, seine Jungfische, die von kleinen Lebendfutter, wie zum Beispiel von Artemia Nauplien und Daphnien, auf Trockenfutter umgestellt werden, zusätzlich natürlich dann auch mit den größeren Artemia zu füttern, um letztlich die Überlebensrate zu steigern. Und natürlich auch ganz generell ist es immer sehr zu empfehlen, seine Fische ergänzend mit Lebendfutter zu ernähren, ja, um natürlich letztlich einen hohen Gesundheitszustand der Fische im Aquarium zu etablieren und natürlich auch langfristig zu erhalten. So einfach jetzt aber diese Aufzucht von Artemia angenommen bzw. oftmals auch suggeriert wird, so bleibt es entscheidend, bestimmte Details hierbei unbedingt zu beachten, um nicht nur ein zufriedenstellendes Ergebnis, sondern insbesondere natürlich auch einen möglichen Zusammenbruch der Kultur zu vermeiden. Häufig werden nämlich bereits einfach schon zu viele Artemia Nauplien Eier angesetzt oder das Futter für eben diese schlichtweg überdosiert oder unterdosiert oder auch schlichtweg das falsche Futter verabreicht. Wichtig bei der Aufzucht von Artemien ist des Weiteren eine optimale Temperatur und auch die Salzdosierung muss beachtet werden, dass diese niemals unter- oder überschritten wird. Die optimale Temperatur, bei der eine hohe Wachstumsrate bei gleichzeitig hoher Überlebensrate erreicht werden soll, ist ganz konkret immer davon abhängig, welche Artemia-Art und von welcher Herkunft diese Artemia-Linie stammt. Wenn euch weder die Art noch der Ursprung bekannt ist, empfiehlt es sich einfach eine allgemein passende Temperatur mal zwischen 21 und 26 Grad Celsius anzustreben, denn dies ist letztlich ein Bereich, in dem der Großteil der Artemia-Arten relativ gute Wachstumsraten aufzeigen. Unter 25 Grad übrigens wird der Schlupfvorgang deutlich verlangsamt und über 33 Grad, Achtung vor allem im Sommer, werden die Nauplien während des Schlupfvorgangs abgetötet. Und obwohl Artemia ihre natürliche Umgebung in Salzseen mit zum Teil wirklich sehr hohen Salzkonzentrationen, wirklich überhalb von 100 Gramm pro Liter haben, liegt ihr physiologisches Optimum
lediglich in einem Bereich zwischen 30 und 60 Gramm pro Liter. Und empfohlen wird hier zum Beispiel von Algova auch eine Konzentration von 60 Gramm pro Liter für die optimale Produktion der Artemia und natürlich um potenzielle Krankheitsausbrüche auch noch vorzubeugen. Empfohlen wird übrigens die Verwendung von Artemia Spezialsalz mit auf die Artemia Zucht optimierten Ionenverhältnissen, zum Beispiel das Artemia Sal von Algova. Der optimale pH-Wert für Artemia liegt übrigens zwischen 7,5 und 8,3 und bei diesen bzw. anderen guten Artemia Spezialsalzen ist dieser pH-Wert auch schon voreingestellt. Zum Thema Sauerstoff und Belüftung. Der optimale Sauerstoffgehalt für die Kultivierung von Artemia liegt bei 2,5 bis 5 Milligramm pro Liter. Und dieser führt nämlich zu rötlichen Tieren, welche reich an Hämoglobin sind. Ein Sauerstoffgehalt oberhalb von 5 Milligramm pro Liter führt zu etwas blasseren Tieren. Ein Vorteil natürlich noch von rötlicheren Tieren liegt ganz klar darin, dass sie von den Fischen als attraktiver erachtet werden oder überhaupt besser gesehen werden können, wenn sie denn dann verfüttert werden und natürlich auch deutlich schneller dadurch gefressen werden sollten. Da die Sauerstofflösigkeit bei steigender Salzkonzentration allerdings abnimmt, lässt sich der Rötungseffekt bei einer Salzkonzentration oberhalb von 60 Gramm pro Liter leichter erzielen. Niemals sollte euer Sauerstoffgehalt unter die 2 Milligramm pro Liter fallen. Und obwohl sich mit feinen Luftblasen deutlich mehr Sauerstoff in das Zuchtbehälter eintragen lassen würde, solltet ihr trotzdem unbedingt darauf achten, dass es etwas größere, moderate Blasen entsprechend eingeführt werden, denn sehr feine Luftbläschen können sich letztlich zwischen den Kiemenfüßen der Artemia anheften und so zu einer förmlichen Abschäumung der Tiere führen. Sehr feine Blasen können zudem auch noch von den Tieren verschluckt werden und direkt zum Tod führen. Zum Thema Beleuchtung ist wirklich sehr wichtig, dass zum Auslösen des Schlupfvorgangs eine möglichst helle Beleuchtung während der gesamten Erbrütung benötigt wird. Und wenn man das jetzt gerade nicht hier im Wohnraum macht oder sonst irgendwo, wo Tageslicht die ganze Zeit drankommt, solltet ihr definitiv dann im Keller oder im Schrank dann auf jeden Fall eine kleine Lampe, eine kleine Schreibtischlampe oder ähnliches, dass ihr um die 2000 Lux entsprechend an der Wasseroberfläche erzielen könnt, die ganze Zeit verfügbar haben. Zur Dauer der eigentlichen Inkubation kann man auch sagen, dass der Schlupf innerhalb von 1 bis 1,5 Tagen in der Regel erfolgt sein sollte und in diesem Zeitbereich schlüpfen nämlich die meisten Nauplien. Die Dauer bis zum Schlupf der ersten Nauplien hängt dabei zudem natürlich noch von der Beleuchtung, von der Temperatur und von der Artemia-Art ab. Bezüglich gelöster anorganischer Substanzen wie Ammonium, Nitrit und Nitrat sind Artemia übrigens relativ unempfindlich. Das heißt, ein negativer Effekt auf die Überlebensrate oder ihr Wachstum konnte bei Nauplien von dieser Artemia franziskaner Art, welche ich hier jetzt auch von Algova in Form dieser dekapsulierten Eier in Verwendung habe, also konnte weder bei einer Ammoniumkonzentration von bis zu 1000 Milligramm pro Liter oder einer Nitritkonzentration bis 320 Milligramm pro Liter oder einer Nitratkonzentration von bis zu 1000 Milligramm pro Liter festgestellt werden. Das heißt, ein direkter Effekt dieser Stickstoffverbindung auf Artemia-Krebse während eines Kultivierungszyklus ist fast ausgeschlossen bzw. sehr, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich schauen, dass die Konzentration gelöster Stickstoff- und Phosphatverbindung möglichst niedrig gehalten wird, um auch ein übermäßiges bakterielles Wachstum zu vermeiden. Eine überhöhte Partikelkonzentration kann einen negativen Effekt nämlich auf die Überlebensrate von Artemia-Krebsen haben. Das heißt, überhöhte Partikelkonzentrationen bewirken bei Artemia eine Einschränkung ihres Bewegungsapparats und zu hohe Konzentrationen an Abfallprodukten beeinträchtigen dann auch noch ihre optimale Futteraufnahme und fördern wiederum ein übermäßiges bakterielles Wachstum in dieser Kultur. Und diese verbraucht zudem auch noch Sauerstoff. Es ist da wirklich besonders wichtig, die Artemia-Kultur optimal zu füttern, regelmäßige Teilwasserwechsel durchzuführen und sedimentierte Partikel einfach auch abzusaugen. Zum Thema Futter. Die besten Ergebnisse bei der Kultivierung von Artemia erhält man bei der Fütterung mit frischen Mikroalgen. Hierbei sollte eine Mikroalgendichte von 2 bis 4 Milligramm pro Liter angestrebt werden. Mikroalgen wie Nanochloropsis, Tetraselmis, Spirulina oder ähnliche sind sehr gut für die Ernährung von Artemia geeignet. Von den Mikroalgen Chlorella,
Dichococcus cocochloris wird abgeraten, da sie für Artemia schwer verdaulich sind. Da die Kultivierung von frischen Mikroalgen allerdings aufwendig, sehr schwierig und zeitaufwendig natürlich auch nochmal ist, besteht eine Alternative in der Verwendung von getrockneten Algenpulver. Und diese sind nämlich sehr ähnlich von der Hochwertigkeit und den Nährstoffen wie frische Algen. Ein Nachteil von Algenpulver ist jedoch, dass es aufgrund von sogenannten Autolyseprozessen schneller zur Lösung von niedermolekularen organischen Substanzen in das Kulturmedium kommt. Dies wiederum fördert zusätzlich ein bakterielles Wachstum. Daher ist es hier wirklich besonders wichtig, nur nach Bedarf der Artemia-Kultur zu dosieren. Eine weitere Nahrungsquelle für die Artemia sind übrigens bestimmte Bakterien und Hefen. Frische Bäckerhefe zum Beispiel hat den Vorteil, dass sie noch lebendig ist und nicht so schnell zur Autolyse neigt. Bei der ausschließlichen Fütterung jedoch mit Hefe müsst ihr aufpassen, da kann es häufig aufgrund von erschwerter Verdaulichkeit zu Nährstoffdefiziten und so zu schwankenden Produktionsausbeuten kommen. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, Bäckerhefe mit anderen Futtersorten zu kombinieren. Bestimmte probiotische Bakterien haben übrigens noch den Vorteil, dass sie einerseits als Futter und andererseits als Verdauungshilfe für die Artemia dienen und natürlich auch noch einen positiven Einfluss auf die Wasserwerte haben. Zusätzlich werden dann pathogene Bakterien direkt und indirekt durch die Probiotika auch noch unterdrückt. Und genau zu diesem Zweck hat Alcova für eine einfache und stabile Kultivierung von unter anderem Artemia und natürlich auch anderen Lebendfutter ein wirklich innovatives Produkt namens Rotibomb entwickelt. Dieses verbindet letztlich die Vorteile von getrockneten Mikroalgen, Hefen und probiotischen Bakterien. Und dieses Algenpulver bzw. das Hefeprodukt sollte vorher am besten in einem verschließbaren Becher mit etwas Wasser durch intensives Schütteln in Lösung gebracht werden und als Konzentrat dann anschließend der Artemia-Kultur zugegeben werden. Wichtig hierbei ist, das Konzentrat muss täglich neu angesetzt werden. Und sofern ihr es nicht sofort alles auf einmal verwendet, sollte es maximal einen Tag im Kühlschrank gelagert werden und dann entsorgt werden. Mit diesem Pulver seid ihr also in der Lage, eure Artemia-Naubje nach dem Schlüpfen, also nach ca. 24 bis 32 Stunden nach dem Ansatz eurer Artemia-Aufzucht, bei mir hier in diesem JBL Artemio-Set-Zylinder anzufüttern. Sie lässt sich noch nahrhafter und optisch zudem noch ansprechender für insbesondere auch eure größeren Fische werden zu lassen und sie somit ja einfach noch größer heranzuziehen, bevor ihr sie dann verfüttert. Rotibomb enthält hierbei eine bisher einzigartige Mischung aus 5 verschiedenen Mikroalgen und 8 verschiedenen hochaktiven probiotischen Mikroorganismen und all diese hochwertigen Inhaltsstoffe ermöglichen euch dann eine effiziente Produktion von Zooplankton. Durch diese probiotischen Mikroorganismen werden zudem dann noch essentiell wichtige Vitamine bereitgestellt, die Fruchtbarkeit des Planktons gesteigert und gleichzeitig werden noch die Abfallstoffe des Zooplanktons wie Ammonium und Nitrit durch die Probiotika abgebaut und natürlich dann auch verwertet. Durch die hohe Anzahl an verschiedenen probiotischen Bakterien wird dann das Wachstum von schädlichen Vibrobakterien zudem noch effektiv unterdrückt, wodurch ein plötzlicher Zusammenbruch eurer Kultur deutlich verringert bzw. gegen Null tendieren dürfte, also welche man somit dann einfach effektiv vorbeugen kann. Artemia Nauplien, welche mit Rotibomb nach dem Schlüpfen noch etwas gefüttert und angereichert wurden, weisen im Nachgang, also wenn ihr sie dann an eure Fische verfüttert, eine deutlich höhere Konzentration an essentiellen Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren, Vitaminen und auch Probiotika auf. Und auch zur direkten Verfütterung an Fischlarven könnt ihr diese spezielle Plankton verwenden, denn die Gesundheit der sensiblen Fischlarven wird auch dadurch positiv beeinflusst und ihr Wachstum deutlich verbessert. Sogar für die Fütterung von kleinen polypigen SPS-Korallen kann Rotibomb aufgrund seiner speziellen und sehr hochwertigen Zusammensetzung problemlos eingesetzt werden. Das Produkt besteht dabei konkret aus Rohprotein, das macht fast die Hälfte aus, 46%, aus Rohfasern 20%, Rohfett 13%, Rohasche 8% und Feuchte nimmt 5% ein. Und als Fütterungsempfehlung für die Aufzucht von Artemia soll das Produkt Rotibomb mit maximal 1 Gramm pro Liter dosiert werden. Und diese Dosis sollte von euch auch nicht überschritten werden. Bei einer erneuten Auffällung der Planktonlösung sollte man dann alle 1 bis 2 Tage, müsst ihr mal schauen, dann in etwa dann nochmal nachdosieren. Weiterführende Infos zu den Produkten habe ich euch auch nochmals in die Videobeschreibung hineingepackt. Ich habe jetzt bereits mehrfach mehrere Tage in Folge die Artemien mit dem Rotibomb zugefüttert und man kann ganz klar
sehen, die Artemia werden einfach deutlich größer. Man erkennt dann ihre kleinen Füßchen und den ganzen Körper einfach besser. Sind sie jetzt deutlich größer und attraktiver für die Fische und enthalten natürlich noch mehr Substanz und Nährwerte. Also im Gegensatz zu früher, wo ich nur mit der Aufzuchtschale von der Marke Hobby die Artemia Nauplien angesetzt und direkt nach dem Schlüpfen wirklich förmlich verfüttert habe, habe ich jetzt deutlich größere und substanzreichere, nahrhaftere Tiere und ich denke, meine Fische werden sich auf jeden Fall darüber auch freuen, insbesondere hier auch meine Perlumwerblinge, was ja mit meine größten Fische hier in dem Werblingsbecken sind, freuen sich über die vitalstoffreiche, größere Lebenfütterung. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Artemia Nauplien bisher schon oder künftig ausbrüten wollt, versucht das Produkt doch einfach mal, reichert sie noch ein bisschen an. Ein, zwei Tage reichen da schon. Man sieht deutlich, dass sie sich dann von der Größe mehr als verdoppeln bis zu vervierfachen, würde ich mal schätzen hier. Sie sind natürlich noch immer relativ klein. Man kann das Ganze, wenn man das Wasser stabil hält, es ist ein geschlossenes System, es wird dann nicht gefiltert, sondern nur Luft eingebracht. Das heißt, wenn ihr das Wasser stabil haltet, indem ihr mal einen Teilwasser wechselt, macht und auch das Salz nachdosiert, dann könnt ihr die Artemia Nauplien wirklich noch mehrere Tage oder natürlich auch längere Zeit dann darüber hinaus dann wirklich groß ziehen und sie wirklich dann auch an die ganz großen Fische dann attraktiv verfüttern. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr schon mal eure Artemia Nauplien nach dem Schlüpfen herangezogen, noch großgezogen und gefüttert? Wenn ja, mit welchen Produkten habt ihr es gemacht? Habt ihr gegebenenfalls schon Erfahrung mit Rotibomb? Wenn ja, wie sahen die aus? Lasst es mich und uns doch mal in den Videokommentaren hier wissen. Ich kann es euch nur empfehlen, versucht doch mal das Rotibomb mit euren Artemia Nauplien bei der Aufzucht hinzuzugeben und ihr werdet sehen, dass sie sich dann nochmal deutlich größer anreichern lassen und eben nicht, wie sonst üblich ist, nach ein bis zwei Tagen spätestens sonst auch dann nicht nur vom Nährwert dann deutlich abgenommen haben, sondern wirklich dann auch an Substanz abbauen und letztlich dann sterben, wenn man sie nicht früh genug verfüttert hätte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihm doch bitte auch einen Daumen nach oben da, sodass ich weiß, dass es dir gefallen hat. Und falls noch nicht geschehen, so abonniere doch bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke, sodass auch du in Zukunft keine weiteren spannenden Videos mehr rund um die Themen, die dich wirklich interessieren und vor allem langfristig weiterbringen, verpassen wirst. So Freunde, das soll es gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Eike.